Catapult! Guten Abend, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Ja, ich bin's wieder, euer The Gen Guy. Weiter geht's mit der nächsten Welt. Wir müssen diese tolle orangene Röhre rein. Die nächste Aufgabe ist ein Pain in the Ass. Ja. Und ja, ich habe euren Gastkommentator dabei, und zwar Kirby LP. Nee, ich bin auch bekannt als Kirby Master. Cool, Kirby. So. Ja, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Ja, jetzt darf ich auch mal eine Begrüßung machen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario Sunshine! Woohoo! Wir sind jetzt in der fünften Welt schon, von sieben regulären Welten! Fatality. dieser elektrische Schleim hier, ja, also dieser Schleim hier, der macht Electricity Attacks. Ziemlich nervige Sache, aber man kann ihn ganz einfach loswerden, eigentlich durch Drehsprünge und so weiter und was schwärts. Ich mache hier ein bisschen gerade mal klar Schiff, wegen der Aufgabe, die bevorsteht, weil die ist elends nervig. By the way, ist diese Mission eine der Missionen, wo man vier spezielle blaue Münzen kriegen kann, die in sonst keinem anderen Level auftauchen, in keiner anderen Aufgabe in diesem Level, aber die blauen Münzen-Runs kommen viel, viel später. So... Zur Aufgabe noch, bevor ich Spear auch mal wieder zu Wort kommen lasse. Der Hotelbesitzer gelabert, was davon, dass überall Schleim aufgetaucht ist, sein Hotel versank und alle Schuld trägt dieser große Mantarochen. Mantarochen! So sehen wir uns. So epic. Ja. Keiner weiß davon geredet. Hat doch bestimmt, weiß der ein oder andere. Ich meine, so schwer war das jetzt nicht zu erkennen, wo das her ist. Oder? Ach Gott, ey. Ich hasse diesen elektrischen Schleim. So, Spear, magst du, weil du bist ja hier das Spear Kirby, ja. Magst du uns mal erzählen, was man bei der Aufgabe machen muss? Ich bin Gen Guy. Wir müssen den tollen Mantarochen hier besiegen. Durch Wasser, wir spritten einfach auf den Kopf und ja, heilen diese Eisdinger mit dem Schwanz sich auf. Und so, liebe Kinder, funktioniert die Zellteilung. Oh Gott, was machen die mit mir für einen Katapult, Ping-Pong? den Schwer-Konvoi-Trick und geht so Wasser nach vorne. Ja, ich weiß. Ich kenne diesen Trick auch, aber ich finde den irgendwie... Naja, ich finde ihn lame. Ich will eigentlich den offenen Kampf aufsuchen und die zerfetzen, aber ich glaube, ich sollte doch mich gleich dem Wasser begeben. Wäre vielleicht besser, ja. Ja. Ich hätte mich auch zum Beispiel ins Meer stellen können und die ganze Zeit auf die spritzen können. Ja, also, Spear hat es ja schon erklärt, wir müssen sie abspritzen. Funktioniert das dann nur über Flood und dann teilen sie sich auf und werden immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Irgendwann geht's auch noch in einen Rage-Modus. Ich finde einfach, wenn sie kleiner sind und je mehr da herumschweren, Hilfe, dann kriegen, desto einfacher ist es, sie zu treffen, wenn man einfach nur so randommäßig diese Drehattacke macht und dann Wasser dabei spritzt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich krieg mich jetzt noch. Dr. Spear kommt wieder mit seiner Spritze, ne? Mit seiner Spritze. Ja? Soll ich wieder für Zensur sorgen oder soll ich diesmal lassen? Du meinst, ob du wieder für Zensur sorgen sollst? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das lassen wir mal, oder? Weil ich meine, danach kommt ja noch. Ich hab damit doch unseren Genuss hier mit seinem bisschen seine Riesen Nase. Oh Gott, ich werde hier geowned. Denk dran, meine Lache, dann krieg ich wieder Hater-Kommis über meine Lache, ne? Ja, also. Ich ist einfach zu easy. Ja. So, oh, aufpassen, Hilfe. Jetzt sind sie in den sogenannten Rage-Modus, oh Gott. Rage-Modus? Rage-Modus. Nein! Ich muss hier drüben hin. Muss mich heilen. Darf nicht erwachsen. Guck dir das an. Das richtig. Richtig nervig ist, wenn es so viele kleine Mantas sind, die alle zu erwischen. Okay, eigentlich steuern die dann auch ziemlich zielstrebig auf Mario zu. Aber, was ich eigentlich dazu noch sagen wollte, ist, ich hab's vergessen. Nein. Dass die dann ziemlich viel Electricity. Dass sie dann ganz schön viele Spuren hinterlassen. Und Kleinvieh macht halt auch mit, ne? Ja, das stimmt. Ja.
in den kleinen. Ja, okay, klar. Wir schon wieder. Wir wollen seriös bleiben. Ja, genau. Wir wissen ja noch von Luigi's Hidden Mansion Finale, du bist ja der Mann mit der goldenen Stimme, ne? Oh ja. Ah. Oh Gott, ey. So, wir haben alle beseitigt und danach, welch ein Wunder, Nintendo Logik, jawohl, das Hotel erhebt sich. Ja, die Ägypter waren wieder da, nein. Ja, die Azteken oder so, ne? Ja, die Delfinus. Ja. Ja, Hotel Delfino. Und anstatt es uns einfach zu machen, dass wir die Insignie direkt vor uns haben können, nein, sie muss natürlich noch da oben irgendwo auftauchen. Warum fluchen die hier? Warum nicht? Ja, ich hätte jetzt beinahe was Böses gesagt. Komm, jetzt sorge ich selbst für die Zensur. Ich wollte sagen, so warm ist es gar nicht eigentlich. Deswegen wundert es mich, dass der eine Piat... Wie geht denn das? Der war... Oh, ey, du kennst aber nicht, du hast wahrscheinlich nicht Prison Break geguckt, da gab's so ein Zitat, als dieser Mann heute Morgen noch, wo es so ziemlich heiß war, als dieser Mann heute Morgen aufgewacht ist, war ein... Da hat einer auf den gezeigt. Okay. Und hat gesagt, als dieser Mann heute Morgen aufgewacht ist, war er noch... Oh. Sehr froh. Ja, ja. So. Jetzt mal so. Was wieder. Ja, so, da sind wir wieder. Nehmen wir schon auf. Ja, Leute, willkommen Nein. zu Let's Show Together Minecraft im Mario Style. Ah ne, Quatsch. Let's play Luigi's Mansion, Sunshine. Ja, genau. Eigentlich ist das Luigi's Mansion im Mario Quatsch, Sunshine Verschnitt. Weil genau ich hier bin. Ja. Wobei ich muss sagen, diese Boosts hier, die sehen sowas von retarded aus, ey, das gibt's überhaupt nicht. Oh ja. Diese, was ist das für ein Scheiß, diese Schwänze hinten dran? Ich meine, was soll das? Ich meine, Spear geht sowieso einer ab, wenn der Schwänze sieht, aber das ist. Ich lass wieder sowas, ey, du weißt nicht, wie du zu dir das gefällt nicht. Hey, Spear, immerhin brauchte ich keine Übung, keine Nachhilfe bei einem zweijährigen japanischen Kind, ne? Obwohl, vielleicht muss ich diesen Kommentar gleich zurücknehmen, weil ihr habt gesehen, Frustrationsaufgabe! Hey, das ist das erste Mal, dass ich vielleicht bei einem so einem geheimen Level scheitern werde und hab einen Co-Kommentator dabei. Ich meine, als Pest dabei war, ich bin durch dieses eine geheime Level ja durchgerusht, aber jetzt... Ich hab das ich hoffe, du willst. Fall. Ich hab das nie gemacht, weil da muss man zum Beispiel hier auf diese Midgets richtig kommen. Oh mein Gott! Wow, das war knapp. Ich dachte, ich werde failen. Aber ich hab's noch so geschafft. Und jetzt seht ihr mal wieder Mario. Warum Mario eigentlich Prinzessin Peach hinterher rennt, obwohl sie ja eigentlich einen Furry-mäßigen Seitensprung hatte. Er ist so braindead. Was? So braindead da. Furry-mäßigen? Ja. Was ist denn Bowser für dich? Ich würde den so einstufen. Nein! Was? Nein! Oh Gott, fängt schon gut an. Nein, was ich sagen wollte... Ja, Bowser ist ein Furry? Ja, das ist doch ein Vieh, oder nicht? Ich seh das nicht. Ich dachte, das ist... Mal gucken, wie die dann noch folgen, ne? Jetzt geht's schon wieder los mit dem Peep-Counter, ne? Nein, ich wollte was sagen. Seht ihr mal, warum Mario Peach, der noch hinterher rennt oder so bescheuert in den Abgrund springt? Weil er die ganze Zeit nichts Besseres zu tun hat, als seinen Kopf gegen irgendwelche Steinklötze von unten zu smashen. Italiener, was erwartest du bitte? Machen die alle. Und da kommt immer in diese Land, da macht er nur Scheißendreck. Ja, warst du schon mal in Italien? Da laufen alle so rum mit solchen... Ich war schon in Italien, ja. Ah, auf jeden Fall habe ich nur eins festgestellt. Italien lebt unter einem Motto. Rising of the Midgets. Oh Gott, ey.
diese schlechte Angewohnheit, über die eigenen Witze zu lachen, auch wenn sie gar nicht mal lustig sind, sondern eigentlich nur beleidigend. Nein, spring hoch! Ich hasse diese Sandklötze einfach nur. Ich mag sie. Das ist Scout, Rainbows make him cry. Nein, Sandklötze make him cry. Sandblocks. Quatsch, Kat, übelst trainiertes. Ja. Oh! Bin ganz schön abgerutscht eben. So, und hier haben wir wieder einen rotierenden Klotz. Wir müssen jetzt zum riesige Schrift einfügen und dann echo rotierender Klotz. Rotierender Klotz, 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 Klotz. Das ist fast wie der Klatschgasem. Klatsches. Heute habe ich heute bei Machinima schon wieder so bescheuerte Call of Duty Videos gesehen. Unter anderem da fing einer an, vom Englischen ins Dänische zu wechseln und hat dann die ganze Zeit irgendwie so randommäßig Leute beleidigt. Der hat irgendwie die ganze Zeit auf Dänisch so gesagt, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter und so circa 5 Minuten hintereinander nur deine Mutter. Lol. Oh, das war so bescheuert, ey. Kann ich mir vorstellen. Ja. So, ich denke, wir bauen noch eine Aufgabe in diese Folge hinein. Und zwar gehen wir nochmal zurück und... genau, warte, ich will auch. Moment. Er kommt. Ach verdammt, war Fehler. Er kommt. Nee, warte mal. Wie war das, wenn die Nintendo Capri Sun rülpst? Am Anfang früher immer, Luigi, get out of here. Mittlerweile editiert das ja raus, weil als Partner sollte man sich ein bisschen zusammenreißen, ne? Ja, macht er ja bei Runaway Kaisen. Ja, genau. Das meine ich damit, dass man es nicht macht. Deswegen war er lustig. Jo. So. Ja, halt mal. Hast du was gesagt? Ja, frage ich mich auch manchmal. Ja. Aber weißt du, es ist einfach nur immer diese Bayern hier. Ey, beleidige mich nicht, ich bin kein Bayer, ich bin Franer. Ja, nee, warte, was hab ich gehört? Du bist Preise. Sudele. Wir gehen nochmal zurück, also in diese Aufgabe hier, um die roten Münzen einzusammeln. Geht doch mal weg, ihr Boos. Hier wird's ein bisschen nervig, den 100 Münzen ran zu machen, weil fast jede Münze ist ein Buhu. Also viel Spaß. Ich werde wahrscheinlich in ein oder zwei Videos nach den regulären Aufgaben alle 100 Münzen sammeln gehen. Als Speed-Up gesammelt. Dann darfst du ein Mario Hack. Meine Mutter? Nein. Ich meine, ich hab's jetzt schon auf dem Dingens. Background, aber unter Nebenprojekten, da lasse ich mir erstmal Zeit, weil Robom's Crest ist schon ein epischer Hack, das muss ich mal sagen, aber ich könnte trotz KD so killen dafür, dass ich Kamikaze Mario spielen muss. Ich habe mir Kamikaze Mario angeguckt, ich hab's noch nicht ausprobiert, ja, obwohl ich jetzt ein Gamepad besitze. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Aber bei dem Kamikaze Hack kann ich nur eins sagen. Mario hat über die ganze Zeit keine Hosen an. Was? Mario läuft ohne Hose rum in diesem Hack. Okay. So, auf so einen Hack kann auch nur trotz Kinesu kommen, oder? So, ich weiß, dass hier unten irgendwo noch eine rote Münze sein muss. Sterb. Ja. Mit dem Almighty Butt in den Abgrund gesprungen. Aber jetzt muss ich mal aufpassen. Ich weiß, da vorne ist auch irgendwo ein extra Leben drin. Aber weißt du was? Soll ich es nicht sammeln? Was? Nee. Das ist extra Leben? Ja, ich sammle kein extra Leben. Komm, wir versuchen das jetzt in einem Durchgang. Ich passe es eh nicht, aber auch. Klappe. Irgendwie krepiere ich immer in meinen LP-Parts, wenn du dabei bist. Spiergeil, geh doch mal weg. Okay, wir sind uns. Ich weiß ja noch, als du in Mario 64 bei der Wubi-Waba-Büste mitkommentiert hast, hat's mir erstmal die Aufnahme total zerleckt, ne? Und beim anderen Mal habe ich die ganze Zeit die falschen Aufgaben zuerst gemacht. Also wenn meine Lache schon lustig ist, aber deine ist ja auch nicht, oder? Dieses. Das hat so einen femininen Touch, was ist das denn? Nein! Das war die Rache, meine Rache. Oh, für diesen Kommentar. Und bis gleich, Leute. Okay. So, Leute, da sind wir wieder. Der Trollverein von nebenan. Ich bin nicht da. Ja, genau. Spierger habe ich erschossen. Guck, dieses Extra-Leben hätte ich einsammeln müssen. Dann. Ach so.
Es wäre ja so schwer zu kriegen gewesen. Nee, ich habe ja mit Absicht, ich hab's ja mit Absicht ausgelassen. Ich habe ja gesagt, ja. Deine Mutter. Immer dasselbe, Mann. Immer dasselbe, Mann. Nein, Mann. Nein, sehen wir es nicht. Na gut. Ich möchte. Na gut. Na gut. Ich werde mich nicht so artikulieren. Bitte. Ja, um die Höflichkeitsmaskel noch zu integrieren, musst du bitte hinten dran hängen. Das hat meiner bei der Unterstufe gemacht, hat er gemeint, ihr stört, bitte. Da hatten wir einen, den haben wir auch immer so die ganze Zeit geärgert. Ah, oh, das war schon so lustig. Wenn dann so Ding. Ja, genau. Deine Nase ist krumm, bitte. Gott. Ich kann dieses Quiek nicht abschneiden, es ist an meine Lache. Wie so Meerschweinchen? Nein. Ja, komm, immer noch besser, als wenn ich die ganze Zeit grunzen würde. Kennst du diese Leute, die lachen und dann, wenn sie Luft wiederholen, dann machen die... Meinst du wie Kirby LP? Nee, ich meinte eher wie Kirak 32 LP. Ja, und Steve auch noch, der hat sich letztes Mal bei Luigi's Mansion beschwert. Steve, du! Ja. Du Eule. Du Eulekeule. Und schon wieder hat er sich in das Video gemogelt, obwohl er nichts gemacht hat. Steve schreibt mich jetzt an. Ich bin aber jetzt nicht für ihn erreichbar bei Skype. Ich bin oft beschäftigt, aber ich gucke jetzt auch nicht nach, wenn ich gerade angeschrieben werden sein sollte, wollen, ja, können, wenn ich jetzt, haben, wenn dürfen, ich sollte. Steve schreibe ich jetzt, dann will ich das nämlich jetzt anschreiben. Man wird mich dann entweder gar nicht oder dann erst, wenn er das Video sieht, anschreiben. Ja. Und die anderen dürfen wieder auf Spears Kanal schreiben, du lügst. Die anderen schreiben bitte nochmal auf Spears Kanal, du lügst. So. Ja, oder ihr könnt es auch bei seinem Review-Kanal hinschreiben, wobei da kommt es nicht so gut, wenn er Reviews macht und drunter steht, du lügst. nächstes Mal sehen wir uns dann wieder mit The Spear Guy in Mario Sunshine. Bis dann, Leute. Spear, sag tschüss. Nein. Doch. Nein. Jetzt habe ich wegen dir die nächste Aufnahme gestartet. Nein. Sag tschüss. Nein, hallo. Okay, bis dann.